Abstiegskampf in der Paul-Horn-Arena Tübingen gegen Vechta. Die Entscheidung fällt in letzter Minute. Richie Williams passt den Ball gerade noch so zu Stückemann und der Rasterkapitän macht den Deckel drauf. 7 Punkte in den letzten 52 Sekunden, darunter dieser Dreier ins Herz der Tiger, machen Flavio Stückemann zum Matchwinner. Vechta gewinnt mit 71:62. Wir haben die letzten Spiele ja knapp verloren und auch gegen starke Teams knapp verloren. Wir wollten einfach wieder rausgehen und die letzten Niederlagen, anstatt dass sie uns frustriert haben, haben die uns vielleicht aufgeweckt, noch hungriger gemacht. Wir haben in den letzten Spielen schon bewiesen, dass wir in der ersten Liga mitspielen können, nur es fehlen halt die Siege. Und heute haben wir uns ganz klar einen Sieg als Ziel gesetzt. Und das spürt man auf dem Feld. Nach 0:3 Rückstand erobert Raster schnell die Führung, liegt nach 8 Minuten mit 20:12 vorne. Der Beko BBL-Neuling versucht sich oft aus der Distanz, was nicht oft von Erfolg gekrönt ist. Dieser Dreier von Dirk Medrich aber, der sitzt. Nach der Halbzeitpause dominiert Raster zunächst weiter. Zum Ende des dritten Viertels führen die Vechta mit 54:39 in der Paul-Horn-Arena. In der Defense wollten wir immer da sein und sie zu schweren Würfen zwingen. Und im Angriff war der Plan, immer Gas zu geben und viele Würfe zu nehmen. Das hat auch lange Zeit ganz gut geklappt. Dann aber haben wir ganz einfach zu oft den Ball verloren. Obwohl Raster an diesem Tag stärker ist als die Tübinger Tiger, geht der Vorsprung fast verloren. Bis auf 57:59 kommen die Hausherren ran. Dann schlägt die Minute von Flavio Stückemann. Noch beim letzten Spiel hatte der 28-Jährige wegen eines bei einem Autounfall erlittenen Schleudertraumas gefehlt. Am Samstagabend ist er aber voll da und macht die alles entscheidenden Punkte für den Aufsteiger. Dieser Block kommt zu spät und am Ende gewinnt Raster mit 71:62. Vorher in den Spielen gegen die Dragons oder gegen Bonn haben wir vielleicht selbst erwartet, sie zu ärgern und waren dann zum Schluss knapp dran. Aber wenn man sich dann den Sieg vorher schon in den Kopf setzt, dann ist vielleicht doch noch mal mehr drin, wenn man einfach davon ausgeht und sich selber stark macht. Knapp 3000 enttäuschte Tübinger bleiben zurück. Raster freut sich auf das nächste Spiel am Sonntag. Dann gegen den Serienmeister, die Brose Baskets aus Bamberg.